Was geht ab, meine Hosi Fighter Hose? Und heute haben wir die Infos und Details zu dem Prime Battle Alley Krinin bekommen. Diese erscheint morgen auf der japanischen Version ab 10 Uhr morgens unsere Zeit. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Wir schauen uns all die Infos und Details an und schauen, was der Boy drauf hat. Fangen wir mit den Animationen an. Ich bin mal drauf gespannt. Let's go. The Legend Krinin. Das ist die. Ah ja. Oh, Krinin, okay. Yeah. 12 Ki sollte das sein, ja. Und jetzt passt auf, die 12 Ki. Ja. AOE-Damage, Freunde. Macht Schaden gegen jeden. Oh, und wie geht das eurem Schaut nach bei ebenso? Jetzt die Ultra Super Deck, 18 Ki. Der Boy will's heute wissen. Nicht schlecht. Sorry, Leute, früh am Morgen, ihr wisst Bescheid. Sieht geil aus, wirklich, so ist es nicht. Aber das Interessante wird jetzt natürlich, was der Boy denn drauf hat. Und dazu gehen wir rüber zu den Übersetzungen. Shoutout an den Boy Goresh, natürlich hat das Ganze übersetzt für uns. Er ist vom super physisch Typus, Freunde. Und ja, der Grind wird, wie gesagt, Prime Battle klassisch. Also um ihn von der SSR bzw. UR auf die TOR-Version zu Dokkenawaken, brauchen wir 15 Medaillen dann und auf die von der TOR auf die LR dann 777. Aber ich lasse mir auf jeden Fall Zeit, macht es gemütlich in den Streams, Freunde. Der Streamplatz in der Beschreibung könnt ihr gerne abchecken. Und jetzt, was hat er drauf? Der Leader, er ist der Leader der neuen Erdlinge-Kategorie, nenne ich es einfach mal, Earthlings. Und diesen gibt der Ki plus 4 HP Attack und Def 150%. Wir werden gleich schauen, welche Charaktere in dieser neuen Erdlinge-Kategorie sind. Aber, dass er als Free-to-Play Prime Battle LR Ki plus 4 gibt, HP, Attack und Defense 150%, ist wirklich gut. Das spricht für ihn von den Zahlen. Aber die Kategorie selbst ist halt ein bisschen, naja, da gucken wir gleich rein. Die 12 Ki haben wir uns angeschaut. Erhöht seinen Angriff. Jedes Mal, wenn er die 12 Ki Super Deck macht, erhöht er seinen Angriff und macht Colossal Damage gegen jeden Gegner mit einer Medium Chance, den Gegner zu stunnen. Das ist sehr, sehr gut. Merkt euch das. Da komme ich gleich drauf zurück zu sprechen. Die 18 Ki Ultra Super Deck erhöht Angriff und Verteidigung, kann sich stacken und macht Mega Colossal Damage. Heißt, er hat auch beide Super Decks einen Stack. Das ist gar nicht mal so schlecht, wirklich. Passive Skill, er hat immer Ki plus 3 und auf die Verteidigung 30.000. Dann bekommt er zusätzlich 20.000 auf den Angriff, wenn er eine Super Deck macht. Und zusätzlich weitere 20.000 auf den Angriff, wenn es eine Ultra Super Deck ist. Klar, es sind jetzt quasi konstante Zahlen, keine Prozente, aber 40.000 Angriff schon so mit einer Ultra Super Deck, 30.000 Verteidigung würde ich nicht unterschätzen tatsächlich. Zusätzlich bekommt er dann Ki plus 3, wenn er gegen einen Gegner kämpft. Kämpft er gegen zwei oder mehr Gegner, bekommt er pro Gegner 10.000 auf den Angriff, beginnend aber ab dem zweiten Gegner ist dieser zusätzliche 10.000 Boost. Und er macht garantiert eine Additional Super Attack, wenn es 6 oder mehr Gegner gibt. Bam! Was? 6 oder mehr Gegner auf der 12 Ki ein AOE Damage, also dass er jeden trifft. Er ist für das World Tournament gemacht, Freunde. Und wie er dafür gemacht ist, ist insane. Aber das Wichtige ist jetzt natürlich, in welchen Teams er ist. Also als ich die Passive gelesen habe, dachte ich mir, okay, geil. Er ist für das World Tournament gemacht, aber ich muss ihn ja auch gut spielen können. Wenn wir uns ganz kurz mal die Links skippen und zu den Kategorien gehen, er ist in seiner eigenen Erdlinge-Kategorie und in der Full Power. Hier, ihr seht das, okay? Und als ich das gelesen habe, da ging mir ein Grinsen auf am Morgen, weil in Full Power, das ist mein World Tournament Team, was ich spiele. Ich habe Dragon Ball Super Broly als Leader, kann Movie Boss Full Power Charaktere mitnehmen. Heißt, ich habe den Physisch Dragon Ball Super Broly als AOE Charakter, der jeden trifft im World Tournament, das ist richtig wichtig. Dann habe ich den Strength LR Broly, dann nehme ich aktuell noch den Strength Majin Buu mit, weil er auch AOE Schaden gegen jeden macht. Den werde ich wahrscheinlich ersetzen gegen Krillin dann, weil, hallo? 12 Ki AOE Damage, erhöht Angriff und macht dann zusätzlich noch eine weitere Edition Super Attack, also die 12 Ki, wenn es 6 oder mehr Gegner gibt und bekommt Beginn ab dem zweiten Gegner pro Gegner 10.000 auf den Angriff. Was? Der ist übertrieben gut für das World Tournament. Und dann habe ich eben Tarz als Supporter und Jaco und, wie heißt der Boy, Chaozu, um die Gegner zu stunnen. Also, klar, mit Krillin ist es an sich schwierig, was anzufangen in Dokkan. Leider, wirklich leider. Eigentlich, wenn ich den Design könnte, würde ich mir, denke ich, schon einen schönen Dokkan bzw. Fierce Battling geben, Prepare for Battle, ein, zwei Kategorien stecken, schöne Links geben, eventuell einen Support-Aspekt, dass man ihn spielen kann. Wer weiß, vielleicht kommt es ja früher oder später zu so einem Krillin. Aber vorab, was damit meinen will, ist, man hatte so oder so Befürchtung, wie dieser Krillin eingesetzt wird. Ich meine, es ist ein Prime Battle LR. Und im Endeffekt finde ich es sehr, sehr gut, dass man ihn einen Nutzen gegeben hat, dass er im World Tournament sehr gut sein wird, Freunde.
Charakter. Das würde ich definitiv nicht unterschätzen. Links geht Z-Fighter, Turtle School. Bravery sollte Courage sein. Das hat Goresh falsch gemacht, nicht schlimm. Best Buddies, Rival Duo, Sheltering Limit, Legendary Power. Und ich muss euch was sagen, der Boy ist hier an der Stelle auch ohne Link-Skills. Vom Damage-Output, da habe ich schon Zahlen gesehen auf Twitter, macht er ähnlichen Schaden wie der Strength LR Broly auch im World Tournament. Und das hat definitiv was zu heißen. Deswegen freue ich mich so sehr auf ihn, weil er eben einen Nutzen hat. Das ist mir ganz wichtig. Ich habe den Krillin vor und weiß, okay, bam, der ist gut für das World Tournament als Free-to-Play-LR auch noch. Weil die älteren Prime Battle-LR zum Beispiel, auch für Super Saiyan Vegeta, habe ich mich sehr gefreut. Oder sei es der allererste, Tech Goku, der Super Saiyan. Aber da fehlen ein, zwei wichtige Sachen. Zum Beispiel bei Goku und Vegeta Prepare for Battle, du kannst sie einfach nicht spielen, sag ich mal. Es ist grauenhaft, okay? Der Primal LSL ist doch gut tatsächlich, aber unser Boy Krillin hat halt seinen Sinn und Zweck, sag ich mal. Und das gefällt mir tatsächlich an ihm. Deswegen würde es mich freuen, den Boy mir zu erfahren und dann showcasen zu können. Natürlich jetzt außerhalb von World Tournament auch. Dort würde ich ihn auch showcasen, aber außerhalb von World Tournament ihn zu spielen, das ist dann die Sache, wo ich ehrlich mit euch sein muss, wird schwierig sein. Wegen seinen Katurin und wegen seinem Linkskill-Setup. Aber, ey, geht eventuell was, wenn man Double LR Prime Battle Krillin nimmt, weil der Leader ist ja gut. Ja, nein, eigentlich, ich weiß nicht. Ja, ich meine, vielleicht kann man sich ein Team bauen, aber das wäre es auch schon tatsächlich. Ob das dann gut viable ist oder so, eventuell nicht. Jedenfalls so viel dann zu dem heutigen Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gerne ein Like lassen, lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.